zwischen Kiez und Kudamm, Moabit und Rieselfeld. Da gibt's mehr Unikümer als sonst wo auf der Welt. Spinnerträumer, Originale zwischen Britz und Wilhelmshoh. Und der und die und du und ich gehören wohl auch dazu. Die nette ältere Dame, die die Art von Hüten trägt, deren Anblick Empfindsame schockt und Übelkeit erregt, die nach nem doppelten Klaren heimlich zum Kaffee vergisst, dass seit mehr als 30 Jahren in Rixdorf lang schon nicht mehr Musik ist. Zwischen Kiez und Kudamm, Moabit und Rieselfeld, da gibt's mehr Unikümmer als sonst wo auf der Welt. Doch die kleine Shane, redet immer klar. Erst bekam sie Chip, dann ein Töchterlein. Und die Tochter fragt, heut die Mama. Was macht ihr euch gern, du Großpapa? Schuld am neuen Bossa Nova. Er war schuld daran. Schuld an der Bossa Nova. Das ist schlimm daran. Der Bossa Nova tanzen da. Eine große Liebe. Schuld an der Bossa Nova. Er war schuld daran. Ein letztes Mal. Und entscheid. No, no, der Bossa Nova. No, no, der Bossa Nova. Yeah, yeah. Der Bossa Nova, was schuld daran? Du warst der Mond in Schatten. No, no, der Bossa Nova. No, no, der Bossa Nova. Yeah, yeah, der Bossa Nova. Was schuld daran? Ja, vielen, vielen Dank. Wo ist denn meine Blumenkarte? Ach, da kommt es. Die Lina. Ah, oh. Da im Schweiße meines Angesichtes. Ganz toll. Im Schweiße. Im Schweiße. Hast du was zu trinken? War ja, toll, ne? Ja? Ja, Helene Fischer und ich. Ja. Wir machen den gleichen Friseur. Magst du Helene Fischer? Ich ja. Das ist gut. Die, oh. Hat, die hat ja im Moment so ein. Der Durchfall vorbei, ja? Ist der Durchfall vorbei? Ja. Gott sei Dank. Also wegen der Aftershrunk. Nee, du wolltest mich was fragen. Nee, ich wollte dich fragen, was sind denn überhaupt so deine Idole oder wozu würdest du eher tendieren? Sagen wir mal Liz Taylor oder Marilyn Monroe? Also sie waren ja beide, also so, da kommen wir nie ran, nicht okay. Wir beide. Also die sind beide, also Wahnsinn. 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 Leider war die Monroe so unglücklich. Ich bin ja nicht unglücklich. Nein, du bist ja nicht unglücklich. Du lebst in deiner Welt und deine Welt machst du so, wie, die, wie sie dir gefällt. Das ist ja jetzt klar. Jetzt sag noch, wie du wie Wittbombo und es knallt. Sarah oder Marlene? Sarah oder Marlene? Ja, weißt du, es ist ja so, in diesem Wahnsinnsdeutschland, das es damals gab, war ja Sarah nur eine Notlösung. Nicht? Marlene ging, war nicht für Millionen zurückzulocken. Selbst der wohl sehr große, also von Herrn Dings, der war doch klein? Sehr klein. Ach, du bist Zeitzeuge. Nein, nein, er redet von der Körpergröße und du vom Schwanz, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und ach der so. Schwanz von Goebbels war groß, ja. Ja, sagt man. Ja. Selbst der hat Marlene nicht zurückgelockt. Und Zara war, aber sie war natürlich auch eine Wahnsinnige. Natürlich. Also Zara, muss ich sagen, wie die im Alter dann noch in der neuen Welt und im Theater des Westens noch mit Arne, das war ja Wahnsinn, nicht? Die hat ja im Soubrettenbogen gestanden, nichts gemacht und war toll und hat ihre tollen, also Wahnsinn, nicht? Da hatten wir ja gerade im Wintergarten, viele von euch werden ja da gewesen sein, die meine frühere Kollegin Christina von Amsterdam. Stina hatte einen Riesenabend mit Riesenerfolg. Freue ich mich. Sarah Lieder, genau. Applaus für Christina. Die im Wintergarten und ich hier. Ja, ich finde es hier schöner. Welche Stars von heute sind so unrecht berühmt?
Wer würdest du sagen, hat es eigentlich nicht verdient? Also mir fallen sofort so Leute ein wie Dieter Bohlen oder... Nein, der hat es verdient. Nee. Da täuscht man sich. Nee, da täuscht man. Ist ein ganz kluger Geschäftsmann. Ja, aber mehr der den Zeitgeist erfasst hat, ja. Und das... das ist... nee, aber es gibt so... Wir waren vorgestern bei einer Premiere, da liefen so rum Frau Kaderlot und diese Geschichten. Ne? Ja. Ich verstehe ja. gar nicht... warum die überhaupt das verschickt. Nein, okay, die hat gar nichts. Nein. Dieter Bohlen hat immerhin ein bisschen, aber der ist trotzdem, finde ich, nicht so... Jetzt streite hier nicht mit mir rum. Ja, ja, ja. Was passiert? Ich bin eine Dame, sie fixe. Ja, weiß. Und das Tolle ist, ich stelle mir gerade vor, wie du jetzt in diesem Outfit über den Kuhdamm promenierst. Was passiert, wenn du heutzutage über den Kuhdamm zu Fuß promenierst? Wie kommen dir die Leute entgegen? Ja, da habe ich eine dicke Sonnenbrille auf, erkennt mich eh keiner, aber ich finde es halt schick. Und habe, weißt du übrigens, dass man mit den Jahren das Aussehen seines Hundes annimmt? Was für ein Hund hast du? Ein Mops. Oh. Und mit dem rase ich dann den Kuhdamm rauf und runter, so sie dann will. Und versuche sie bei Laune zu halten. Mhm. Und kein Mensch ahnt auch nur, dass ich eine Legende bin. Nein, das ahnt keiner. Aber sobald du deinen Mund aufmachst, könnte man es an der Stimme erkennen. Ja, so war das früher. Einer meiner vielen, 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 vielen Ehemänner sollte mit mir ins KDW gehen und hat er gesagt, nee, also, da war ich noch bekannt. Also das war, und er hat nee, also gut. Also dann ein Basecap, eine normale Brille, keine Sonnenbrille und keinen Hund. Und dann werden sie dich nicht erkennen, weil sie mich wirklich, die waren ja alle unsere Gäste im Gasthof, an der Stimme erkannt haben. Wenn ich gesagt habe, haben Sie mal ein Viertel von Tomaten, wussten Sie, wer ich bin. Dann gab es Applaus. Was ist das denn hier? Wo sind die Anwälte im Haus wegen der Schneiderin? Die muss ja verklagt werden. Na, sag mal, das sieht ja aus. Ich finde das schön, einen goldenen Unterrock hat nicht jeder. Also ich nicht zum Beispiel. Da weiß ich ja jetzt gar nicht. Sag mal, du lebst jetzt ja immer noch in... Ich lebe immer noch, ja. Ja, mein Schatz, ich lebe immer. Und zwar mit Mops, mit Lebensgefährten. Ein erfolgreiches Leben. Nee, Lebensgefährten ist zu wenig gesagt. Wir, okay, wir haben uns... ich hatte abgeschlossen. Ich hatte mir ein kleines Appartement in der Stadt genommen und gedacht, das war's, liebes Melinchen. Das hat gut geklappt. Das kleine Apartment musste nun weggegeben werden, weil er so viel Klamotten hat. Ich brauche da nichts. Wohnt ihr zusammen? Wir wohnen zusammen, ja. Ihr wohnt zusammen, ja. Ihr habt ein tolles Leben. Und jede weitere Frage ist verboten. Nee, ja, eine habe ich noch. Wo fahrt ihr denn im Urlaub hin? Wir fahren immer, ich bin ja 30 Jahre nach Mykonos gefahren. Viele von euch waren da Begleitung. Die habe ich da getroffen, weil das ist ja auch so eine Insel mit dieser schrecklichen Veranlagung. Kriege ich wieder Gänsehaut. Sehr, sehr männerlastig heute. Nicht mehr so, heute sind die Berufssöhne und Töchter da und geben das Geld ihrer Eltern aus. Wir haben ja noch unser eigenes Haus. Und da fahre ich nicht mehr hin, das ist mir zu snobby. Ich fahre jetzt nach Tinos. Tinos, sehr schön. Nachbarinsel. Ich war mal eine Woche auf Mykonos. Ich wurde aus Versehen gebucht. Sie wussten nicht, wen sie da holen. Die andere war Melly Magic. Melly Magic ist bekannt in Berlin als die, die Whitney Houston kann. Ach, der also, ist mit Piero aufgetreten? Die, die Whitney Houston kann, Punkt. Und die ist natürlich... Gibt nur eine, die Whitney Houston kann. Nein, das konnte sie wirklich. Also das ist toll gewesen, aber das war es live? Auch? Nein. Naja, gibt nur eine, die kenne. Bravo! Yeah! Live! Die Geschichte geht weiter. Ja, ist mir doch egal. Ich musste eine Woche auf Mykonos im Prinzip ab 4 Uhr nachmittags vor diesem Laden stehen und die Jungs, die eigentlich ja nur da waren, um Sex zu haben und nicht um irgendwelche Drag Queens zu sehen, reinkobern, wie auf der Reeperbahn. Es war im Prinzip hauchdünn von Prostitution entfernt. War das des Pieros, Mantos oder die Pianobar? Irgendwas im ersten Stock, keine Ahnung. Es war ein Albtraum. Pianobar. Und die hatten auch einen Balkon, wo du hättest deinen Busen runterlassen können. Ja, da stand ich dann auch eine Zeit lang und... meine Kunst wurde nicht geschätzt. Also nein, Mykonos und ich werden keine Freunde mehr.
Das ist so. Ja. Aber ich würde ja sagen, früher in den 80ern, ich war 12, hatte das Piros tolle Travestie-Künstler aus Paris. Ja, dann irgendwann waren sie bei Tatjana gelandet und dann war der Ofen aus. Also, man muss es ja auch so sagen. Wenn du heute so gesettelt bist, wie bist du denn in so einem aktuellen, in den aktuellen Fragen des schwulen Lebens, also zum Beispiel, wenn ich jetzt von dir wissen wollte, wer hat denn zum Beispiel den Eurovision Song Contest gewonnen? Wüsstest du da die Antwort oder ist das so was? Doch, so ein herrlicher Mann aus Portugal, glaube ich. Ja, genau. Ja, weiß ich. Ich habe es zwar nicht gesehen, weil mich langweilt. Aber es erreicht dich, sagen wir mal. Ja, aber es langweilt mich, weil ich ja nicht dabei bin. Ich muss dir eine Zigarette wegnehmen. Ich bitte darum. Meine liegen hinten oder im Automaten, ich weiß. Da ist auch noch eine zur Not, ne? Für nachher. Also zum Beispiel, wüsstest du denn, wenn man heute sagt, die Berliner... Ich rauche ja seit 2 Jahren nicht mehr. Findest du nicht, dass meine Haut viel besser geworden ist? Viel besser geworden, ja. Das machen aber auch die dunklen Zigaretten. Ja. Ja. Wieso ist denn meine Hand so schrumpelig? Also... Wir sind noch ein bisschen im Gespräch und zwar war die Frage, ob du wüsstest, wen nennt man denn die Königin der Donnerstagnacht in Berlin? Wer wäre das? Die Königin Donnerstagsnachts. Also was kriegst du? Guck mal, das Jungfrau am Eingang, was ich da hinten rum. Wer ist es denn, die Königin? Also ich würde sowas gar nicht kennen. Wer? Chantalle? Weißt du, dass du schwerer eine Stellung kriegst, wenn du Chantal oder Kevin heißt? Ja, das glaube ich bei Chantal auch, aber die hat ihren Job. Gut. Und welcher Berliner... Was machst du denn Donnerstag? Die hat ihren eigenen Laden, ihren eigenen Club und der ist seit 15 Jahren ziemlich erfolgreich am Donnerstag. So, ja. Aber die hat nur Donnerstags auch? Nur Donnerstag. Ist ja noch schlauer als ich. Ja. Zwischendurch geht sie taub. Ich hatte ja noch 7 Tage die Woche auf. Welchen Berliner Promi wurden ewig und immer seine Alkoholeskapaden verziehen? Ach Gott, wolltest du das wirklich? Ich finde, der Mann hat so viel geleistet und man reitet immer auf dem Alkohol rum. Wurde ihm verziehen, weil er so viel konnte. Er konnte ja machen, was er wollte. Es war ja immer der Publikumsliebling. Ja, der Publikumsliebling, aber du hättest mal die Theaterdirektoren hören müssen, du. Da war was los, oder Fernsehdirektoren. Aber es wurde ihm alles verziehen. Er durfte machen, was er wollte. Das glaubst du aber nur, du. Wir wissen nur von den Geschichten. Ja, das stimmt. Naja, gut, darüber machen wir nochmal einen Abend dann. Über die Schlechten. Oder ja, zum Beispiel... Ja, Million gekommen. Die hat hier so wenig zu tun. Ja. Wüsstest du, wo die Serenik bis 97 gewohnt hat in der Stadt? Ja, weiß ich. Sag ich aber nicht, weil wir alle nicht sagen, wo wir wohnen. Gewohnt hat? Trotzdem. Ach so, okay. Weil da noch jemand wohnt, den sie gut kennt. Ah, okay. Wir sagen doch nichts. Nein, wir sagen nichts. Deswegen musst du 10 Seiten hinten unterschreiben. Verschwiegenheitserklärung. Ja, ich versuche ja immer dann drum rumzukommen. Du hast mich immerhin in der Corsage gesehen. Ja. Also, ich war aber gerade geblieben. Sag mal, du hast denn ja nochmal nach dem Komma Melina dich entgegen deiner ursprünglichen Absicht nochmal wieder an eine Bar getraut und das Knemo eröffnet. Ja, ich bin aus dem vollen Laden am Fasanenplatz rausgegangen. Es war eine herrliche Zeit und meine Janette und ich, wir waren froh, wir machen nie wieder was. Und dann lag ich auf Mykonos auf meiner Terrasse der Geliehenen von Thomas Fritsch. Und dann kam ein Anruf und man bot mir das Knemo an. Und dann habe ich die Janette angerufen und dann habe ich gesagt, machen wir nochmal was. Und dann hat sie gesagt, du bist wohl irre geworden, ich schminke mich in meinem ganzen Leben nie wieder. Und da war dann diese herrliche Anna, die ihr alle kennt. Und dann hat Janette mich nach 2 Tagen angerufen, also na schön, wir machen nochmal. Und dann haben wir das gemacht, 2000 glaube ich. Und bist du da auch jeden Abend wieder Show? Nein, da haben wir es ganz anders gemacht. Da war ich nur zickig, da bin ich gar nicht aufgetreten, doch manchmal. Manchmal zu besonderen Anlässen. Partys, ja. Mhm. Und dann, du würdest sagen, dass du ab da angefangen hast, auch außerhalb der Arbeit ein bisschen, wie gesagt, Mykonos etc., das Leben zu genießen. Ich habe mein Leben immer genossen. Arbeit ist für mich nichts, ich kann euch allen nur raten, wenn ihr morgens aufwacht und seht so scheiße aus, dass ihr nicht noch einmal auf die Straße gehen würdet, dann geht gerne arbeiten. Ihr müsst es 40 Jahre tun, ist doch besser, man tut's gut gelaunt. Ja, das stimmt. Applaus für diese Lebensweisheit.
Wenn du heute ausgehst nachts, gibt es noch den Trampelpfad? Das Vagabund gibt es zum Beispiel noch. Aber gibt es noch irgendwelche Paris-Bar, irgendwas? Nein. Paris ist keine Bar, sondern ein Restaurant. Und es gibt zu viele Taxen, zu viele Opern und zu viele Theater. Das kann eine Stadt nicht verkraften und auch nicht subventionieren. Und es ist zu viel, glaubt's mir. Die wären voll, die Häuser, wenn es weniger wären. Was braucht eine Stadt 3 Opern? Ich frage euch. Es braucht sie nicht. Weil eine Oper, 3 Opern sind jeden Abend gar nicht voll zu kriegen. Mhm. Und es braucht auch keine 7 Millionen Taxis. Und es braucht auch keine 7 Millionen Bars. Und so hat sich nun alles verteilt. Und ich bin sicher, dass ich Läden nicht kenne, die toll sind, die gut laufen, die innen sind. Das Felix hat gerade zugemacht, so innen war's. Und das Rauschgold gibt's. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Warte mal bei dem Türsteher von Felix. Ein kleines, dummes Arschloch. So, und es ist zu viel. Es ist schwierig. Trampelfahrt gibt's nicht mehr. Heute fährst du vom Vagabund da nach Schnuddeli-Buddel da und dann bist du schon den Führerschein los. Ja, das stimmt. Und würde man, also wenn du deine alten Weggefährten auch 39 noch so wieder möchtest, nach ihr, meinetwegen René Koch, wo trifft man den denn nachts um 4? Oder ist die Zeit auch verborgen? Den treffe ich nachmittags beim Kaffee bei Udo Walz in seinem neuen Kaffee. Abends kann der auch kaum, Jerome, wo triffst du Jerome nachts um 4? Jerome treffe ich auf Phaseburg. Und ja, das ist auch schön, nicht, Jeromechen? Ich glaube, meins zittert, ne? Nee, meins. Ach, du bist... Aber jetzt piepst du auch. Das ist doch schön, wenn ich so hinter der Pfeife. Ja, das kann er einstellen, das ist wahrscheinlich der Rob. Rob, kannst du es einstellen? Amas? Ja, das ist wurscht. Alles gut. Donnernden Applaus für Rob, der sich hier gekümmert hat, der kannte mich gar nicht. Perfekt gemacht hat. Der hat bei der Probe einen solchen Schreck gekriegt, dass er das Ungetüm will hier arbeiten. Naja, egal. Sag mal, unter uns beiden... 39, 29-jährigen jungen Nachwuchshoffnungen der deutschen Travestie. Welchen Ratschlag würdest du mir geben? Was wäre sozusagen im Rückblick die Erfahrung, die du weitergeben willst an hoffnungsvolle Nachwuchstalente? Ja, Schätzelein, im Ernst gesprochen, arbeiten. Von früh bis abends arbeiten. Dieser Beruf ist 16 Stunden Probe und 8 Stunden Schlaf oder 16 Stunden Probe und 2 Stunden Show. Das ist anders nicht zu schaffen, weil diese Menschen, die da für dich kommen, das tun sie freiwillig, das tun sie bei 40 Grad Hitze, was bewundernswert ist. Das tun sie und da musst du, und das musst du bezahlen, hart bezahlen, mit Arbeit. Du darfst niemals schlecht sein. Ja, ein großer Anspruch, den wir jede Nacht hier neu versuchen. Und jetzt glaube mir, für mich war es auch nicht immer leicht. Nein, aber du hast ja nun heute Abend gezeigt, was in dir steckt und... Das sage ich mal. Also bitte. Und ich möchte dich nicht von dieser Bühne verabschieden, ohne wenigstens... Dein Signature-Song. Ja, seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren. Besser als das Original. Nee. Anders als das Original. Anders. Ja. Die hat's im Bett liegend gesungen. Ich sing's immer noch im Stehen. Ja. Da ist natürlich ein kleiner Umbau nötig. Ja. Warte. Und Leute, jetzt müsst ihr Lido-Musik müsst ihr jetzt euch vorstellen. Ja, da. Da, 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 da. Ich zieh mich an, ich zieh mich aus, doch nicht allein und nicht zu Haus. Wenn du mal da dran ziehst. Oh, Applaus und Gekreische. Ist ja noch nicht, sie sehen ja noch nicht. Ja, im Schmuckklauen warst du noch nie gut. Gottes Willen. Na, lass mich mal selber. Ja, mach mal. Ich halte. Das ist jetzt sozusagen eine Werkstatt. Das ist ein Ach, guck mal, mit einem Handgriff. Applaus für den Gatten. Ja. Der hat das so im Griff. Applaus für den Gatten. Das ist der Nachteil, der Gatte eines Stars zu sein. Ich kann mich nicht an- und hier ausziehen. Naja, probier mal.
zwei. Oh, Klopfen. Ja. Ach, guck mal. Wow. So. Ja. So. Ja. Also das ist ja eine Ausstattungsrevue. Hör mal. Zu diesem Kleid gibt's eine Geschichte. Ich trat früher für diese Nummer in einem Taftrock mit Schlitz auf. Heute habe ich dieses Wechselmodell auch mal für anständige Frauen. Kann man es schon so machen, dass man es besser... Nicht wahr, wenn man zur Schwiegermutter geht, geht man dann so in der Länge. Wenn ich im KDW was umsonst haben will, mache ich natürlich so. Und dieses Kleid hat mir Jennifer geschenkt vor 100 Jahren und siehe da, es hält immer noch. Naja, dann nimmst du das, würde ich sagen, packen wir es. Genau. Nimmst du das Mikro und Ständer, bitte, Schatz. Ständer. Ständer, Ständer. Ohne Ständer. So. Ach, das war ja wieder gekonnt. Ungekonnt. So, jetzt können wir dann. Also, ihr Lieben, seit 40 Jahren ist es mein Erkennungszeichen. Ich verdanke diesem Lied viel. Geld. Ich bin ein Mädchen von Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Küsse, Schmecke, das Seh, das Salz und Tee. Das Loch der Zauber von Piräus und Stehen. Ich habe mich für Abenteuer. Und lade auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den ich so lieb. Es braucht sich keiner der Herren zu bemühen. Ich habe alles bei mir. Schau dir dieses Land an und dann vergleiche. Habe ich nicht eine Haut wie ein 40, wie ein 39 Jahre alter 40? Hey, und ich will den Affen, die Schiffe, das Meer. Und ich verstehe meine Kinder, wenn sie dies falsch. Meine Kinder jetzt heulen, genau wie ich am Rhein. So lagen auf den Schiffen aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. So Shanghai und dahin, ich muss mir tun. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen. Sogenannten falschen Abgang. Das heißt, ich gehe. Sie fordern mich natürlich mit einem Wahnsinnsapplaus noch einmal heraus. Melina, meine Lieben.
großer Applaus. Bravo! 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 Wird die Künstlerin nochmal kommen? Na? Wird sie nochmal kommen? Oh, ich sehe eine Hand. Ja, Applaus! Applaus für Melina. Ja, aber da musst du doch jetzt sitzen bleiben, jetzt, Schatz. Nein, die Bühne gehört heute auf jeden Fall dir. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir alle so sein möchten wie du, wenn wir 39 werden. Wir möchten alle so werden. Ja, bestimmt. Und besonders ich. Ich muss sagen, ich habe heute viel gelernt. Besonders als du eben erzählt hast, was nötig ist für eine Karriere, die länger als eine kurze Zeit dauern soll. Live-Gesang war das eine, was hängen geblieben ist. Und das zweite ist, ja, gleich wirst du sie hören. Und das zweite, was ich mir natürlich merke, ist, dass Arbeit, 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 Perfektionismus. Natürlich auch eingebettet zu sein in der Gemeinschaft, geliebt zu werden von den Leuten und von den Kolleginnen. Das ist all das, was ich im folgenden Song, gerade wer sich fühle ich, wie es sich aufbaut, euch nochmal kurz zur Zusammenfassung des Abends vortragen möchte. Es war laut. Entlassen, ohne darauf hinzuweisen, dass wir natürlich uns nochmal ganz doll bedanken bei Maxi, bei Bianca, bei Martin und bei Rob, ja, beim Rauschgold, ja, bei Melina. Bravo! Und Tatjana Berlin. Ja!
Dankeschön. Wenn ihr das heute gut fandet und wenn ihr Lust habt, das wieder zu erleben, diesen Talk gibt es eigentlich alle zwei Wochen, aber nächstes Mal fallen wir aus wegen Karneval der Kulturen. Am 19.06. oder am 16.06., Freitag der 16.06. sind wir wieder hier, dann mit Wieland Speck, der Leiter der Berlinale Sektion Panorama und natürlich auch jemand, der ein Wahnsinnsleben hat und hier erzählen wird, bis kein Auge mehr trocken bleibt. Dann gibt es vielleicht keine 7 Shownummern, sondern nur 2, aber dafür mehr Gespräch und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielen Dank. Heute war Showtime. Zwischen Kiez und Kudamm, Moabit und Rieselfeld, da gibt's mehr Unikümer als sonst wo auf der Welt. Spinnerträumer, Originale zwischen Britz und Wilhelmshof. Und der und die und du und ich gehören wohl auch dazu. Die nette ältere Dame, die die Art von Hüten trägt, deren Anblick empfindsame schockt und Übelkeit erregt, die nach nem doppelten Klaren heimlich zum Kaffee vergisst, dass seit mehr als 30 Jahren in Rixdorf lang schon nicht mehr Musik ist. Zwischen Kiez und Kudamm, Moabit und Rieselfeld, da gibt's mehr Unikümmer als sonst wo auf der Welt. Liebenswert.